Claudia Thümmler von der Kunstvermittlung des Lehmbruck-Museums hier in Duisburg. Die große Ausstellung Zeichen gegen den Krieg hat natürlich ein noch größeres Rahmenprogramm. Und da bist du nicht ganz unverantwortlich oder nicht ganz schuldlos liegt dran. Job, ne? Liegt am Job wahrscheinlich. Aber du kannst uns mal so in kurzen Worten sagen, was wird denn da so alles passieren? Ich habe schon irgendwas vom Filmforum gehört, aber das ist noch lange nicht alles. Genau, Filmforum machen wir ein Filmprogramm gemeinsam mit dem Filmforum zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg 1914. Es werden einfach Filme gezeigt, die dieses ganze Thema etwas humoristisch im letzten Jahrhundert aufgenommen haben. Und die werden gezeigt jetzt im Laufe der nächsten Monate im Filmforum. Aber wir machen natürlich auch Aktionen hier, auch gerade für Schüler und für die Schulklassen, die so ab Mittelstufe, glaube ich, das Thema ganz gut behandeln könnten. Und zwar haben wir sogenannte Blind-Date-Führungen. Die sind, das ist eine Kombination aus, wir laden unsere Artgenossen ein, das ist eine ältere Freiwillige, die hier im Haus arbeitet, für uns Führungen machen. Und dazu werden Schulklassen eingeladen. Die müssen sich bei uns anmelden. Das gab es, glaube ich, schon mal bei Hey Alter. Ne? Genau, das ist auch genau. Das sind auch die ähnliche Konstellationen. Das heißt, diese Kombination aus teilweise sogar älteren Leuten, die den Krieg mitgemacht haben, aber auch nicht zwingend, aber die im Grunde genommen Erfahrung austauschen mit Schülern zusammen, dann durch diese Ausstellung gehen, Zeichen gegen den Krieg, wird mit Sicherheit eine spannende Sache und es ist kostenfrei. Man muss sich nur in der Kunstvermittlung anmelden. Okay. Eine andere ganz, ganz wunderbare Sache, wir haben den Künstler Ruppe Koselleck, das ist ein Konzeptkünstler, der in Berlin und Münster zusammen... Stichwort BP-Übernahme. Kennen wir noch, der hat schon mal versucht hier, oder versucht immer ich noch Ich wollte gerade sagen, der ist da schwer aktiv, also der hat diesen Plan nicht aufgegeben. Und das hat uns, das war eine Aktion, ich verfolgte, oder wir hatten ihn ja auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, zur Plastikbar eingeladen, da hatten wir mit ihm, haben wir gedruckt hier draußen. Land verkauft, ne? Also Land verkauft und natürlich, und der hat ein neues Projekt jetzt im Moment, das nennt sich Meyers Erde. Und Herr Meyer war der erste deutsche Kriegsgefangene in Frankreich und da gibt es ein Mahnmal oder eine Gedenkstätte von dem. Und diese Erde versucht jetzt der Ruppe Koselleck wieder nach Deutschland zu holen. Okay. Wir machen dazu einen Workshop mit Schulklassen, beziehungsweise er macht das für uns in diesem Rahmen der Ausstellung. Am Montag, Dienstag und Mittwoch im November, 24., 25., 26. November, können Schulklassen herkommen, gemeinsam mit Ruppe Koselleck, einfach an diesem Thema Gedenken, Gedenkstätte, was ist das überhaupt, Trauer, wie gehe ich damit um, wie geht man 2014 damit um, mit ihm gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie man das machen könnte. Und da kann man schon davon ausgehen, so wie man Ruppe kennt, dass das Ganze sehr spannend, aber auch so ein bisschen humoristisch wird. Humoristisch auf jeden Fall. Ich denke mal, der Zugang, den man dazu bekommen wird, durch ihn auch, ist auf jeden Fall ein anderer. Man kann sich das schon mal bei YouTube angucken. Es gibt unter Meyers Erde Ruppe Koselleck schon ein kleines Video dazu. Okay. Wiederum auch kostenfrei diese ganze Aktion, muss man sich nur in der Kunstvermittlung anmelden. Und an dem Donnerstag drauf gibt es eine Plastikbar, wo die Schüler bzw. die Schulklassen dann mit zusammen mit Herrn Koselleck die ihre Arbeit präsentieren werden. Okay. Also wirklich ein tolles Programm, finde ich. Ja. Und wie gesagt, melden sich an in der Kunstvermittlung und... Soll ich die Telefonnummer noch mal sagen? Ja. Und zwar Duisburg 0203 283 2195. Wir sind fast immer außer montags telefonisch zu erreichen. Und da gibt es, glaube ich, auch noch eine E-Mail-Adresse. Gibt es auch eine E-Mail-Adresse, kunstvermittlung@lehmbruck-museum. Und jetzt sollte man ja sagen, obwohl der Beginn des Ersten Weltkrieges, ich scheue mich immer von Ausbruch zu sprechen, weil ich finde, ein Krieg bricht nicht aus, aber das nur am Rande. Vielleicht ein Anlass, dass 100 Jahre zurückliegt, ist dieses Thema doch aktueller denn je. Wir haben gestern noch erfahren, 43 bewaffnete Konflikte und damit werden ja nur die größeren gezählt. Genau. Es gibt also noch viel mehr auf dieser Welt. Also ich denke, mit diesem Thema sollte, muss und will man sich auseinandersetzen. Absolut. Ich meine, ich brauche den ganzen Tag nur das Radio anmachen, das Fernsehen anmachen. Ich meine, ich muss mir angucken, was im Moment in der Ukraine passiert, in Libyen, in Syrien. Ich meine, Künstler, die hier mit in der Ausstellung mit dabei sind, ganz aktuelle Positionen von jungen Künstlern. Ich stehe hier neben einer Arbeit von Mona Hatoum, nennt sich Hotspot. Es ist ein hochspannendes, brisantes Thema. Ich freue mich wirklich auf spannende Gespräche mit den Besuchern, mit den Schulklassen und bin mal gespannt, wie der Blick von Jugendlichen und von Erwachsenen heutzutage auf das Thema ist. Das ist kein unaussprechliches Thema, wie ich finde, sondern ein Thema, das darf gar nicht tabuisiert werden. Was definitiv ganz viel besprochen werden muss. Und ich glaube, die Ausstellung und das Museum ist ein verdammt guter Ort dafür. Dankeschön. Bitteschön.